Dezember-Tour soll uns nach Polen, in die drittgrößte polnische Stadt, nämlich Krakau, führen. Der Dezember bietet sich förmlich an für einen Besuch des Weihnachtsmarktes. Krakau war bis ins 16. Jahrhundert die Hauptstadt von Polen und hat zurzeit ca. 750.000 Einwohner und viele wirklich schöne Sehenswürdigkeiten wie den Wawel, den man hier sieht. Aber auch die Peter- und Paul-Kirche ist wirklich hübsch anzusehen. Wir aber wollen auf jeden Fall den Weihnachtsmarkt besuchen und die festliche Stimmung einfach nur genießen. Die Tuchhallen sind das Wahrzeichen von Krakau und gerade zur Weihnachtszeit wirkt das einfach nur fantastisch. Früher dienten die Tuchhallen als überdachter Handelsplatz und heute sind sie voll mit Souvenirläden. Das Souvenirangebot reicht von Trachtenpuppen über Geschenkartikel bis zu Bernsteinschmuck und natürlich Ikonen. Wir verlassen jetzt die Tuchhallen und sind schon auf dem Weihnachtsmarkt. Getragen von einem vorweihnachtlichen Hauch betreten wir nun den Krakauer Weihnachtsmarkt gemeinsam mit vielen anderen Menschen, die sich einfach nur erfreuen können. An dieser Fülle der Lichter und die Stimmung sorgt dafür, dass man sich richtig wohlfühlt. Die Fülle des hier angebotenen Street Foods, es riecht übrigens fantastisch lecker, laden richtig ein wenig zu essen und wie man sieht, werden die Portionen hier abgewogen und es wird nach Gramm bezahlt. Nicht nur polnische, sondern auch ukrainische Teigtaschen, auch Pelmeni genannt, werden hier selbstverständlich auch angeboten. Hüttenkäse mit Preiselbeeren gegrillt sind eine Spezialität hier. Ob gekocht, gegrillt oder gebacken, hier findet wirklich jeder etwas und kann sich nach Herzenslust satt essen. Wer hier hungrig diesen Weihnachtsmarkt verlässt, ja, der hat selber Schuld. Für mich ist dieser Weihnachtsmarkt der schönste von ganz Europa. Diese Stimmung, sowas habe ich sonst noch nirgends gesehen. Und natürlich gibt es einen ganz leckeren Glühwein und das bei den Temperaturen, der schmeckt nicht nur, sondern wärmt auch richtig auf. Lecker. Dieser Weihnachtsmarkt ist so wie in einem Märchen. Er ist nicht nur toll und großartig, sondern inspiriert und für mich steht es fest. Ich werde garantiert wiederkommen.
Schon alleine wegen des Weihnachtsmarkts hat sich die Reise hier nach Krakau wirklich gelohnt und ich kann jedem nur empfehlen, ebenfalls einmal hierher zu kommen, um das zu genießen. Den Wawel werde ich das nächste Mal besuchen. Und wer im Winter Krakau besucht, der muss natürlich damit rechnen, dass Schnee auf seinem Auto liegt. Was wäre ein Besuch in Krakau, ohne auch nach Wieliczka zu fahren? Es liegt ca. 16 Kilometer südlich von Krakau. Hier ist die Salzmine, die als Weltkulturerbe wirklich besichtigt werden sollte. Schon seit dem 13. Jahrhundert wurde in Wieliczka Salz gefördert. Bis in die 90er Jahre war das historische Salzbergwerk in Wieliczka weltweit das einzige Bergwerk, das seit dem Mittelalter ununterbrochen im Betrieb war. Nachdem wir nun 65 Meter Treppen heruntergestiegen waren, durften wir scheinbar endlos lange Schächten folgen, immer tiefer ins Bergwerk hinunter. Insgesamt sind wir so 130 Meter tief gestiegen und wurden dann von einigen in Salz gehauenen Skulpturen überrascht, dass es sowas hier gibt. Hier sehen wir Kopernikus. So konnte man sich also auch vorstellen, wie die Arbeit hier im Mittelalter praktiziert wurde und dass hier auch Tiere eingesetzt wurden. Arbeit als Bergmann muss sehr, sehr beschwerlich gewesen sein. Alles mit Handarbeit. So wurde das Wasser gefördert. Da die Bergleute gläubige Christen waren, gab es eine Vielzahl von Kapellen hier unter der Erde. Und in 70 Jahren wurde diese Kammer geschaffen, das heißt, das Salz wurde abgetragen und ein Teil des Salzes haben dann künstlerisch veranlagte Bergleute dazu gebracht, solch wunderschöne Skulpturen zu erstellen. Es ist einfach fantastisch. Die Treppe, aber auch der Fußboden, alles ist reines Salz, was man hier sieht. Meine Kamera kann das gar nicht einfangen, was ich mit den eigenen Augen wahrnehme. Es ist einfach grandios und das wirkt so erhaben auf einen. Man mag es gar nicht glauben, aber auch die Kronleuchter sind aus Salz.
Das künstlerisch gestaltete Abendmahl hat eine Gesamttiefe von nur 20 cm und wirkt doch so plastisch. Das alles hier ist wirklich beeindruckend. Natürlich steht in dieser Kammer eine in Salz gehauene Statue vom Papst Johannes Paul II., der hier wie kein zweiter verehrt wird. Wir haben hier 3 Kilometer von den 300 Kilometer langen Stollensystem erfahren und ergehen dürfen und sind schwer beeindruckt. Und Sigi, wie war's? Gut, wie immer. Hat's dir gefallen? Sportliche Tour heute. Der Besuch einer landestypischen Gaststätte ist natürlich im Pflichtprogramm vorgesehen und wir haben auch entsprechende landestypische Getränke sowie auch ein anständiges Abendessen geordert. Na denn, ot dovu do gure, oder wie wir sagen, Prost. Das Bier schmeckt übrigens auch ganz lecker. Ob Pilzsuppe oder Pirogi oder auch Pelmeni, alles schmeckt ganz lecker und satt wird man auch. Nicht nur für die Kultur und das leibliche Wohl, sondern auch für die Sicherheit kann man hier etwas tun, wenn man will. Mit einem Dovizienja verabschieden wir uns aus Krakau.